Und herzlich willkommen zu diesem mehr oder weniger neuen Format auf ETZM, bei dem ich euch einlade, Orte mit mir in Japan zu besuchen, die ich als besonders erachte. Es soll darum gehen, euch kurz und knackig Informationen zu geben, wie ihr diese Orte erreicht, was es da eigentlich zu sehen gibt und warum ich der Meinung bin, dass ihr sie unbedingt besuchen solltet. Heute geht es dabei um den Kifune-Jinja oder auch Kibune-Jinja genannt, der sich im Norden von Kyoto befindet. Die Geschichte des Schreins geht dabei 1600 Jahre zurück. Den wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Auf geht's! Der Kifune-Jinja oder auch Kibune-Jinja genannt, liegt am Fluss Kibune, im Dorf Kibune und zwar im Norden Kyotos am Kurama-Yama, also dem Berg Kurama. Das Ganze erreicht ihr eigentlich relativ einfach, indem ihr bis zur Station Kibune-Guchi fahrt oder Kurama. Meine Empfehlung liegt ganz klar auf der Station Kurama, denn von dort könnt ihr den Kurama-Dera erreichen. Ein Tempel, der wirklich malerisch gelegen auf dem Berg Kurama sitzt. Denn wenn ihr diesen Tempel erreicht habt und den Berg nach oben geht, kommt ihr irgendwann nach einer wunderbaren Wandertour im Dorf Kibune an, wo ihr dann auf den Plateaus, die ihr über dem Fluss findet, traditionell speisen könnt, euch wunderbar von eurer Wanderschaft erholen könnt und den ganzen Tag dann noch in dieser Straße, wenn ihr möchtet, verbringen könnt, bevor ihr dann abends wieder zurück nach Kyoto fahrt. Auf der Rücktour empfehle ich euch dann, die Straße zurückzulaufen, die man normalerweise hochgelaufen wäre, wenn man nämlich von der Station Kibune-Guchi kommt. Wenn man diese Straße nämlich bei der Rücktour zurückläuft, kommt man an dem wunderbaren Fluss vorbei und kann nämlich kurz bevor man die Station erreicht, auch nochmal seine Füße ins Wasser halten oder sich auch nochmal ein bisschen am wunderbaren Fluss erfrischen, der nämlich teilweise auch kleine Mini-Wasserfälle hat. Die Geschichte des Kifune-Jinja geht 1600 Jahre zurück und das ganze Ding besteht im Moment eigentlich auch aus drei Teilen, um genau zu sein. Der Teil, den ihr auf diesen berühmten Fotos immer seht, ist nämlich ein Teil, der verlegt werden musste vom Originalort, da es an dem Originalort nämlich Überflutungen gab. Das Motiv, was ihr also immer seht, diese Steintreppe mit den Laternen, ist ein bereits verlegter Teil vom Originalschrein. Heute besteht das Ganze also aus drei Teilen und man kann drei Teile des Kifune-Jinja besichtigen. Der Kifune-Jinja beherbergt einen Gott des Wassers, der für die Menschen in der Umgebung unglaublich wichtig war. Denn nicht nur gibt es in der Umgebung unglaublich viele Restaurants und es ist dementsprechend wichtig, dass die Wasserqualität in der Umgebung klar, rein und wirklich gut zum Trinken und Kochen ist. Auch schon 1600 Jahre zuvor in der Heian-Periode in Japan haben politische Delegationen zu diesem Schrein Geschenke geliefert, um für gutes Wetter zum Beispiel zu beten oder zu bitten. Deshalb seht ihr heute da auch immer noch so eine Pferdestatue, denn ein weißes Pferd stand für die Bitte nach gutem Wetter und ein schwarzes Pferd stand für die Bitte auf Regen. Der Kurama-Yama ist ein wunderbares Wandergebiet, was ihr meiner Meinung nach nicht verpassen solltet. Ihr solltet dann den ganzen Tag in der Umgebung verbringen und deswegen hier nochmal meine Empfehlung zusammengefasst. Fahrt ruhig mit der Bahn bis zur Kurama-Station und begebt euch dann zu Fuß über den Kurama-Dera und den Kurama-Yama ins Dorf Kibune, wo ihr dann den Schrein besucht und durchaus entweder euer eigenes Obento, was ihr euch mitgenommen habt, oder in einem der Restaurants euch wieder mit Kraft auftankt, indem ihr da was esst. Zurück nehmt ihr dann die Strecke zur Station Kibune-Guchi und vertreibt euch nochmal ein bisschen die Zeit am wunderbaren Fluss und haltet nochmal die Füße ins Wasser und kühlt euch ab. Zu welcher Jahreszeit ihr dorthin gehen könnt oder solltet, ist eigentlich fast egal, denn zu allen Jahreszeiten ist dieser Schrein wunderbar anzusehen. Natürlich habt ihr eine große Chance im Winter, den mal im Schnee zu sehen, was auch unglaublich schön sein muss. Im Herbst habt ihr natürlich die Koyo, die schöne Blattverfärbung in Japan, die immer sehenswert ist. Im Frühjahr ist es natürlich auch wunderbar, sich anzugucken, weil die Temperaturen einfach milde sind. Aber auch im August, sage ich mal, im Spätsommer, dadurch, dass das Ganze hier auf einem Berg liegt und ein bisschen eingehaust ist von Bäumen, könnte man sagen, ist es dort auch kühl und erfrischend und durch den Fluss, der dort lang geht, müsst ihr auch nicht unbedingt die extreme Sommerhitze in Japan fürchten. Vergesst natürlich auch nicht, wenn ihr schon mal am Schrein seid, euch ein Omikuji zu kaufen. Das kostet 200 Yen und ihr könnt dann natürlich euer Glück überprüfen. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Ort in diesem mehr oder weniger Kurzformat zumindest etwas näher bringen und ihr habt Bock, den Kifune-Jinja mal selbst zu besuchen. Denkt an Daumen, Kommentare und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo ich euch einen weiteren Ort vorstellen werde. Macht's gut, haut rein. Ciao.